Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Heute geht es um den McCormick. Wir wollen hier jetzt mal die Technik durchnehmen, hauptsächlich das neue P3 Drive Automatikgetriebe. Schauen uns natürlich noch mal in der Kabine um, was hier alles so möglich ist, und ich würde sagen, viel Spaß beim Video. Lasst uns mal im Schnellverfahren hier durch die Kabine durchgehen, einmal uns einen Rundumblick verschaffen. Lenkradverstellung gibt es natürlich hier oben, wenn wir lösen, in der Höhe kann man zwar stellen und wieder festschrauben. Das Logo, das fehlt leider. Normal wäre hier natürlich noch ein schönes McCormick-Logo. Vorwärts, rückwärts, wir sind jetzt in Neutral, einmal hochheben und dann kann man hier vorwärts, rückwärts schalten. Warnblinker, Batterietrennschalter und hier vorne unser Menü. Enter-Taste, die Taste zum Zurückgehen, und mit den Pfeiltasten können wir uns durchs Menü steuern. Gucken wir gleich auch noch mal genauer drauf. Blinker, Blinkerrückstellung haben wir leider nicht. Licht können wir hier schalten, das normale Abblendlicht, Standlicht, Hupe ist da auch verbaut. Ich würde mir wünschen, wenn der Blinker auf der richtigen Seite ist, also ich mag es lieber auf dieser Seite. Und hier könnte man dann noch schön die Scheibenwischer-Funktion hinpacken, denn die sind hier oben hingewandert. Wir haben einmal den Intervallbetrieb vorne. Dauerhaft wischen vorne, und wenn wir jetzt vorne sprühen wollen, müssen wir hier oben drücken. Dann sprüht er auch nur, aber er wischt nicht mal. Also er hat gar keine automatische Aktivierung des Wischers. Dazu müssen wir wieder extra den Wischer einschalten und dann sprühen. Im Heck ist es genauso. Wir sprühen, aber ja, er sprüht auf dem Wischer, aber mehr passiert nicht. Wir müssen den dann hier richtig oldschool einschalten. Das sind so Sachen, die ich nicht so gut finde. Wenn wir hier oben schon mal sind, dann haben wir hier noch die Cat4-Kabine am Start. Wir haben hier die Lüftung, die Klimaanlage und die Temperatureinstellung. Lüftungsdüsen haben wir hier oben, 4 Stück. Licht haben wir hier natürlich auch. Hier unter sitzen noch Sicherungen, Relais sitzen da noch unter. Frontscheibe lässt sich aufstellen, auch richtig schön weit. Diese Seite hier, normalerweise Radio, wurde vergessen. Vorne Arbeitsscheinwerfer, hinten Arbeitsscheinwerfer und hier vielleicht auch noch für eine Rundumleuchte etc. noch 2 Plätze zur Verfügung. Wenn wir jetzt hier noch mal hinschauen, Getränkehalter, sehr schmal, passen nur sehr kleine Flaschen rein. Zapfwellenschaltung, Eco, Normalbetrieb, 45, 1000, je nachdem was ihr wollt, könnt ihr euch da einschalten. Dreipolige Zigarettenanzünder, kleines Staufächchen noch mal, Heckscheibe hier. Also vom Panorama in der Kabine kann man sich wirklich nicht beschweren, man kann überall sehr gut hingucken, auch nach hinten raus, die Unterlenker. Das ist wirklich super geworden. Hier unter der Box sitzen dann auch nochmal Sicherungen für Licht etc. Den Schalter hier unten habe ich eben vergessen. Das ist hier die Vorderachsfederung. Hier können wir sie einmal sperren. Wenn wir länger drücken, dann ist sie deaktiviert. Und wir können hier, man sieht es jetzt im Display, wenn ich jetzt hier drücke, Soft, Mittel und Hard, können wir die Federung nochmal dementsprechend anpassen. Wir können jetzt ja mal eben im Schnelldurchlauf das Menü hier vorne machen. Unsere manuellen Anzeigen hier, Tankanzeige, dann haben wir hier unsere Temperaturanzeige und rechts den Drehzahlmesser. Hier sehen wir einmal, dass wir im zweiten Gang sind und haben die zweite Lastschaltstufe drin. Wir haben hier 3 Lastschaltstufen in jedem Gang zur Verfügung. Darunter die Geschwindigkeit, die aktuelle, dann einmal die Zapfwelle, die Zapfwellengruppe, die eingelegt ist, und hier würden wir dann die aktive Drehzahl sehen. Das hier ist so eine Funktionsbelegung, hier können wir unsere Joysticks belegen. Hier auch die Tasten P1, P2, P3, die finden wir hier am Joystick wieder. Hier müsste man jetzt hier sehen, dass wir hier P2, P3 und hier vorne oben haben wir dann noch P1. Und diese Taste hier, na, wo sieht man sie? Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Die hat noch mehrere Funktionen, wenn wir fahren. Jetzt wollen wir weiterblättern. Mit der Pfeiltaste können wir ein weitergehen. Bordspannung, aktueller Verbrauch. Und da nochmal Hektar Stunde. Ich denke mal, das ist irgendwie so ein Flächenzähler. Nächste Seite hier, AdBlue Tank. Und die ganze Abgasgeschichte hier. Das brauchen wir nicht weiter drauf eingehen. Richtungswechsel können wir uns die Aggressivität noch einstellen. Das kennt man alles. Ein Bordrechner. Dann haben wir hier die Helligkeit zum Einstellen. Der nächste Menüpunkt.
Das ist für die Automatikschaltung jetzt interessant. Hier kann man einstellen mit dem Rädchen, wo wir gleich noch drauf kommen, wie, wo er schalten soll. Also Eco oder Power Modus. Das sieht man hier dann ganz schön. Und Start und Stopp. Was heißt das jetzt? Start ist der Startgang. Wo soll die Automatikschaltung anfangen? Man könnte jetzt auch sagen, sie soll immer im zweiten Gang anfangen. Oder sie soll nur bis zum dritten Gang schalten. Das könnte man jetzt hier bei Start und Stopp machen. Hier ist es jetzt so eingestellt, dass alle Gänge automatisch geschaltet werden können. Nächste Seite, die Federung, was ich eben schon sagte. Jetzt können wir hier auch reingehen ins Menü und können jetzt, wenn wir jetzt hier noch auswählen, hoch oder runter pumpen. Ich mache jetzt mal hoch, dann drücke ich jetzt hier rauf und er pumpt sich hoch. Das finde ich ganz gut. Man kann das halt manchmal gebrauchen, gerade wenn man eine Fronthydraulik noch hätte und man kann nicht weit genug runterlassen, kann man da viel noch mit rausholen. Und finde ich gut, dass sie das gemacht haben, dass man es selber machen kann. Wenn wir jetzt fahren, stellt sie sich natürlich wieder automatisch auf die beste Höhe ein. Nächste Seite hier, das ist die Zapfwelle. Die Zapfwellenkupplung stellen wir damit ein, den Anlaufmoment. Wir haben jetzt hier einen Humus-Häcksler hinter. Wir hatten das vorher hier auf die Schildkröte hier stehen und der Häcksler liegt nicht an. Wir haben uns gewundert, warum läuft er nicht an, und dann haben wir das hier auf Phase gestellt und dann lief der Häcksler auch an. Also das ist wahrscheinlich, um den Verschleiß der Kupplung ja zu doll zu haben, muss man das hier einstellen, je nach Anbaugerät, den Anlaufmoment. Und wenn das Anbaugerät schwer anläuft, sollte die besser richtig gleich zupacken, damit die Kupplung nicht schleift. Das kann man hier noch einstellen. Der nächste Menüpunkt, Cat4-Kabine, brauchen wir nicht drauf eingehen. Uhrzeit, Stunden und hier nochmal die Hubhöhlenposition vom Heckhubwerk und natürlich hier unsere automatische Zapfwelle. Man sieht das hier ganz gut. Und dann kann man hier jetzt zum Beispiel auch reingehen, immer Enter-Taste. Jetzt sieht man, wo man jetzt hier ist. Und jetzt könnten wir jetzt hier bestätigen nochmal. Und jetzt können wir mit den Pfeiltasten hier die Prozentzahl ändern und einstellen, wo soll die Zapfwelle ausgehen beim Anheben und beim Runterlassen wieder sich einschalten. Dann müssen wir eben hier wieder zurückgehen. So. Und dann gehen wir zum nächsten. Das sind die Steuergeräte. Da könnte man jetzt auch reingehen, könnte die Plus oder Minus unterschiedlich voneinander verstellen oder auch eine Zeit einstellen oder das Steuergerät sperren. Natürlich nur die elektrohydraulischen, da haben wir hier drei Stück an der Zahl, die kann man hier einstellen. Nächste Seite sind wir wieder auf dem Anfang gelangt, das war es hier vorne schon. Jetzt kommen wir hier zum Ganghebel oder Schalthebel, sage ich ja mal zu. Man würde ja denken, man würde jetzt irgendwie so schalten. Nee, man hat es eben schon gehört, das sind unsere hydraulischen Steuergeräte hier. Die können wir hier schalten, ganz herkömmlich. Plus und Minus hier, das sind die Lastschaltstufen im ersten Moment. Wenn wir jetzt aber den Knopf, den ich euch eben gezeigt habe, hier hinten drücken, dann schalten wir mit Plus und Minus die Gänge, also von 1 bis 4. Vorwärts, rückwärts, immer zweimal drücken, dann wechselt er hier die Richtung. APS ist die Automatik, die Schaltautomatik, dann übernimmt das Getriebe die Gänge und die Lastschaltstufen. Frontzapfwelle haben wir natürlich jetzt nicht, wäre hier. Heckzapfwelle, Hubwerk hoch, runter, das was wir eingestellt haben, also wie tief, wie hoch sie gehen soll, das können wir hier auslösen. Wenn wir den Knopf wieder drücken, den wir auch drücken, wenn wir die Gänge schalten wollen, dann können wir das Hubwerk hier feinfühlig bedienen und nur so Stück für Stück runterlassen. Wenn wir den Knopf hinten nicht drücken, dann nimmt er immer die Position an, die wir eingestellt haben. Hier nochmal eine dreipolige, USB-Anschlüsse, noch ein kleines Fächchen, Tiefenregulierung. Drei mechanische Steuergeräte, die im Heck sind. Unsere Zapfwelle, das ist hier mal der Einschaltknopf, damit wir hier nicht aus Versehen draufkommen. Jedes Mal, wenn ihr den Träger neu startet, müsst ihr diesen eben neu auf On stellen. Und dann kann man hier einmal raufdrücken. Jetzt leuchtet sie grün. Zapfwelle läuft an. Man könnte jetzt den Drehzahlspeicher noch dazugeben. Und dann kann man Busch häckseln. Will man jetzt die Automatik-Zapfwelle verwenden, einfach länger drücken, dann leuchtet die Taste blau. Und wenn man jetzt runterlassen würde, das Anbaugerät, würde die Zapfwelle einschalten, je nachdem, was man eingestellt hat, und beim Ausheben wieder ausgehen. Sperre. Automatische Sperre, aber da passiert eigentlich gar nichts. Ich weiß nicht, ob die unter Funktion ist. Permanent hier, leuchtet jetzt, der Schalter springt aber zurück. Ich kann sie auch hier nicht mehr über Ausschalten, ausschalten über das Bremspedal. Allrad permanent, Allrad Auto, nochmal ein Steuergerät für zum Beispiel Hydraulikmotoren, einfach einschalten hier, das könnte man hier machen,
Dann haben wir hier A und B. A ist der hydraulische Oberlenker, B ist die hydraulische Hubstütze. Die kann man dann hier mit Plus und Minus verstellen. Hier unter geht es weiter. Hier können wir jetzt Steuergeräte sperren. Geht nicht mehr. Hier ist es irgendwie genau andersrum. Das muss irgendein Fehler sein, weil jetzt geht dieser nicht mehr. Und wenn die Lampe an ist, geht er. Na? Was habe ich jetzt gemacht? Jetzt kann ich gar nichts mehr sperren. Die sind jetzt gesperrt. Jetzt sind sie wieder frei. Okay, jetzt sind sie auch nicht frei. Ach so, länger drücken. Okay. Ah, okay. Hier kann ich separat ihn hier sperren. Und wenn der aus ist, geht hier auch nicht mehr. Das ist irgendwie ein bisschen merkwürdig. Länger drücken, dann leuchtet er wieder. Das hier ist einfach nur unser Stationärbetrieb. Kennt man jetzt auch schon heutzutage. Wenn wir jetzt aussteigen, müssen wir den erst drücken, Handbremse anziehen, Zapfwelle bleibt an. Oder wenn wir draußen am Kotflügel bedienen wollen, muss das auch aktiviert werden. Das hier ist der Eco-Power-Betrieb fürs Getriebe, was ich erst schon sagte. Hier kann man das Schaltverhalten noch einstellen. Wenn wir jetzt im Eco sind, dann schaltet er bei niedrigeren Drehzahlen. Im Power-Bereich, dann bleibt er länger im Gang. Gerade wenn wir mit dem Drehzahlspeicher fahren, muss das hier auf Power stehen, weil sonst würde er die Gänge, wenn du im Automatikmodus bist, hochschalten. Wir lassen das jetzt mal auf Eco. Dieses hier können wir jetzt auch mal anlassen, ist die Funktion, dass wir Stop and Go mit dem Bremspedal ausüben können. Beispielsweise jetzt, ihr fahrt jetzt mit dem Anhänger Automatikgetriebe an und die kommt auf der Ampel zu, dann könnt ihr einfach auf dem Bremspedal stehen bleiben, Trecker hält an, ihr lasst die Bremse wieder los und es geht ganz normal los. Ihr müsst keine Kupplung treten, nichts machen. Das ist so eine Funktion. Oder bei Stop and Go arbeiten, wie zum Beispiel ja, mit einem Pflanzbohrer etc. Hubhöhenbegrenzung, Zug- und Lageregelung und die Senkdrossel. Leider suchen wir hier die Hubhöhen, ja, oder die Hubgeschwindigkeit vergebens. Also das, wir haben leider nur eine Senkdrossel. Das sieht man jetzt auch. Ich lasse den Häcksler mal runter und hoch. Geht immer so flott. Wenn man jetzt zum Beispiel eine Kiste Äpfel aufnehmen tut mit einer Palettengabel oder so, dann wäre das nicht so vom Vorteil. Vielleicht kann man das ja aber auch noch einstellen irgendwo am Trecker. Ich habe es aber nicht gefunden. So, das war jetzt die Bedienung. Hier unten nochmal die Gruppen. Schnecke, Hase, Mittel. Wenn wir den Super Kriechgang noch haben, dann haben wir hier noch einen mehr. Die Gruppen schalten wir hier. Handbremse ist hier. Und das war's auch schon. Ich würde sagen, wir fahren jetzt mal los. Wir befinden uns jetzt im zweiten Gang, zweite Lastschaltstufe. Wir können ja jetzt zuerst mal mit dem Automatikgetriebe fahren. Dazu einfach hier drücken. Die Lampe leuchtet grün. Und jetzt kann man einfach den Hebel hochziehen, auf vorwärts gehen und wir fahren los. So, wenn ich jetzt Gas gebe, dann schaltet das Getriebe selber hoch. Ihr könnt ja mal zugucken. So, gehe ich jetzt wieder von Gas, schaltet er runter. Ihr habt gemerkt, ich mache jetzt gar nichts, er schaltet jetzt langsam wieder runter. Jetzt sind wir im kleinsten Gang. So, und da sagen wir an dieser Stelle ganz ehrlich, wenn wir uns entscheiden müssten, denn dieses Getriebe ist haargenau das gleiche wie bei dem Schalter, den wir euch vor 3 Jahren vorgestellt haben. Den kann man ja auch noch so kaufen, dass man hier den schönen Schalthebel hat, was richtig gut funktioniert. Und das hier ist das gleiche Getriebe, nur mit Stellmotoren, der dann den Job übernimmt, was man sonst hier mit dem Schalthebel machen würde. Und wir sagen ganz ehrlich, wenn wir uns entscheiden müssten und wir würden jetzt so einen Träger kaufen, dann ganz klar mit dem Schalthebel und nicht mit dem P3 Drive Automatikgetriebe. Das sagt uns persönlich nicht zu. Ich blende jetzt mal ein Video ein von vor 3 Jahren an dieser Stelle, wie wir mit dem Schalter gefahren sind und das funktioniert richtig gut. Und ihr könnt euch ja mal eine eigene Meinung bilden, wenn ihr das jetzt gleich vergleicht. Wir machen jetzt gleich noch mal ein paar Anläufe, dass ihr den Unterschied mal seht. Erster Gang ist drinnen.
normal machen. Auch das Runterschalten ist halt jetzt wirklich aggressiver. Wenn der Gang reinkommt, die Kupplung loslässt hier am Ganghebel, dann ist der Gang auch wirklich drinnen. Ne? Wenn man jetzt wirklich normal fahren will, dann stellt man das wirklich lieber auf sanft ein. Und aber einmal können wir ja noch, ne? Also einen geben wir uns noch. Vorwärts. Also da hat richtig Biss. Das ist keine lahme Ente, keine Lastschaltstufe nach hoch. So, Vollgas. Was wir jetzt nochmal eben ausprobieren können ist, wenn wir von 2 gleich auf 3 gehen, vielleicht sitzt da ja noch ein bisschen mehr Power. Das machen wir nochmal eben. Immer in dieselbe Gasse, die war gut. Haben wir jetzt hier auch die harte Lenkung. So. Und dann stellen wir das gleich wieder zurück. Nein, oh, er geht fast vorne hoch, wenn ich so aggressiv fahre. So. Dann machen wir jetzt mal eins los und dann gleich den dritten rein. Vielleicht kommt noch mehr. Ah, da ist ein bisschen untertourig, aber komm, es geht schneller. So, Endgeschwindigkeit erreicht. Ich glaube, das war schneller. So, wir stellen das jetzt mal wieder auf Soft ein hier. Und dann machen wir das Ganze nochmal. Von 1 in 3. So, erster Gang rein. Nee, warte. Erster Gang rein. Und dann sind wir jetzt auf Soft. Nicht auf ganz Soft, sondern so wie man das eigentlich normal hat. Vorwärts. Und da seht ihr schon, das geht alles ein bisschen langsamer. Aber auch noch fix. Also fürs Normale reicht es, ne? So, ich denke mal, man hat es gut gesehen. Also mir hat das richtig Spaß gemacht, damals hier zu fahren mit dem anderen McCormick vor 3 Jahren. Und ja, jetzt gucken wir hier nochmal rauf. Ihr habt das eben gesehen, ich habe mal automatisch beschleunigt. Und wenn er... Das Problem ist einfach, er schaltet alle Lastschaltstufen in jedem Gang erst durch. Ob wir nun hoch oder runter schalten, er muss jeden Gang einzeln durchschalten und jede Lastschaltstufe. Und das ist einfach so, er könnte ja auch einfach ganze Gänge überspringen. Dass er jetzt sagt, ich bleibe jetzt in der zweiten Lastschaltstufe, die wir hier drin haben. Und ich nehme jetzt gleich zweiten Gang, dritten Gang, dann werden wir viel fixer sein. Aber ihr könnt jetzt mal sehen, ich fahre jetzt ja nochmal los. Jetzt haben wir so eine lange Unterbrechung, wir stehen fast. Dritte Lastschaltstufe und jetzt gleich stehen wir wieder. So, und jetzt wieder dritte Lastschaltstufe und jetzt kommt der vierte Gang. Wieder Lastunterbrechung gleich. Jetzt. Und jetzt geht es erst weiter. Und da sagen wir, ah, das hätte man schöner machen können. Er braucht auch ziemlich lange, bis er unten ist. So, jetzt sind wir im unteren Gang. Und das Ganze kann man schöner lösen. Wenn man hiermit fährt, finde ich, Automatik aus. So. Und jetzt können wir selber schalten. Ich fahre jetzt los. Und jetzt kann ich ja fahren. Nimm Gas weg, wie man es sonst auch machen würde. Und da muss man sich so ein bisschen drauf einfahren, dass die Übergänge passen. Aber ich kann jetzt gleich ganze Gänge schalten und nicht jede Lastschaltstufe noch hoch. Runter genauso. Das ist so ein bisschen harmonischer, ne? Ja. Das sind halt so die Vor- und Nachteile an diesem Getriebe. Den einen gefällt es vielleicht. Ich bin gespannt auf eure Meinung, wenn ihr in den Kommentaren schreibt, was ihr zu dem Getriebe sagt. Vielleicht hat der ein oder andere das schon mal testen können oder fahren können. Wir persönlich sind ganz klar dafür, dass der ganz normale Schalter, wie sie das auch angeboten haben oder wie man ihn auch noch kaufen kann, wesentlich besser ist als dieses Getriebe. Klar kann man hier entspannt die Knöpfe drücken, aber die Zeit, wo er wie wann schaltet, du hast einfach eine zu lange Unterbrechung und kannst es mit einem normalen Schalter viel besser abpassen und schalten. Aber das ist natürlich Geschmackssache. Vorwärts, rückwärts können wir hier machen.
Der piept dann auch immer schön. Ich weiß nicht, warum das sein muss. Aber gut, das funktioniert wirklich gut. Hier auf dem Ganghebel vorwärts, rückwärts. Und wenn es jetzt losgeht, wir können die Automatik ja mal reinnehmen und schalten hier mal auf Power. Dann haben wir ein anderes Schaltverhalten. Dann haben wir mehr Drehzahl, er schaltet noch nicht. Guck hier, wenn ich jetzt richtig Vollgas geben würde, würde er schalten. Und jetzt, die Gangwechsel, die sind einfach zu langsam. Hier, wir stehen ja fast und dann geht es erst wieder los. Das kommt auf der Kamera nicht rüber, weil man das nicht so fühlen kann, als wenn man selber drauf sitzt. Aber das, ja, wir wollen das jetzt nicht komplett schlecht reden. Aber für uns ist das hier nichts. Also das ist für uns eher so ein, ja, es ist keine Verbesserung zum Schalter. Können wir hier noch was ausprobieren? Ich kann euch jetzt noch mal zeigen, dass wir hier mit der Bremse anhalten können. Wenn ich jetzt losfahre, ich bleibe mal auf der Bremse stehen. Jetzt fährt er nicht los, lasse ich die Bremse los. Dann fährt er los. Die Bremse wieder hier stehen. Bremse los, er fährt los. Das ist nicht schlecht gemacht. Wenn wir jetzt aber im Eco-Betrieb hier sind, bleiben in der Automatik, ich mache sie mal wieder an, und wollen jetzt den Drehzahlspeicher zulegen, dann schaltet er natürlich die Gänge hoch, ist ja ganz klar, ne? Wenn man das nicht will, dann muss man hier auf Power gehen und dann hält er die Drehzahl und bleibt auch in dem Gang. Ihr seht das hier. Dann kann man trotzdem mit der Automatik weiterfahren und ihr bleibt im Gang. Sobald ich den Regler hier zurückdrehe, werdet ihr... Wir sehen ja die Prozentzahl, die geht zurück, weil ich komplett auf Eco wird er hochschalten. Ihr seht, er schaltet die Gänge. Und wir jetzt komplett durchbeschleunigen. Ganz genau. Wir können natürlich im Automatikbetrieb jederzeit eingreifen. Die Automatik bleibt dann auch aktiv. Also ich kann jetzt auch sagen, ich will jetzt schon schalten und mache es einfach von Hand. Das geht auch und die Automatik bleibt trotzdem aktiv. Ihr könnt dann manchmal haben, dass ihr euch zwischenhaut und dann gibt es so unschöne Momente, wo das dann auf einmal so ein bisschen ruckelt. Ja, also am besten Getriebe finde ich hier, wenn man das in manuell fährt und nicht die Automatik nutzt, weil... So, ich bremse jetzt mal. Zack, er schaltet auch sofort zurück und jetzt geht es wieder los und... Hier ist jetzt schon die neueste Software aufgespielt, die es aktuell gibt. Das hat Sven noch gesagt. Vielleicht passen sie das ja auch noch an, dass man irgendwie einen Modus hat, dass er nicht wirklich immer jede Lastschaltstufe hochorgelt. Dass er auch einfach mal, wenn er wenig Last hat, einfach mal einen Gang überspringt. Oder eine Last, dass sie eine Lastschaltstufe lässt und einfach den nächsten Gang gleich schaltet. Ja, ich denke mal, man hat es schön gesehen. Ihr habt ja auch den Vergleich gesehen, als wir den anderen vor 3 Jahren hier hatten. Und das hat uns wesentlich besser gefallen. Die Schaltung, da hat McCormick einen richtig geilen Trecker gebaut. Und Baba steht auch da. Und das hat uns viel, viel besser gefallen als diese Automatik. Ehrliche Meinung haben wir hier abgegeben. Sie haben es versucht. Wir sind gespannt, wenn McCormick wirklich den echten, richtigen, stufenlosen Trecker macht. Denn bevor man diese Automatik nimmt, sagen wir ganz ehrlich, würden wir einen Schalter nehmen. Ganz normal herkömmlich den Schalter. Aber für denjenigen, der das hier gut findet, der kann jetzt das P3 Drive Automatikgetriebe bestellen. Ich würde sagen, das war jetzt der Technikteil. Wir haben eigentlich ziemlich alles durchgenommen. Ihr könnt auch gerne die Videos von vor 3 Jahren sehen. Da seht ihr noch das. Da haben wir euch den mit der Schaltung vorgestellt, wer da noch Interesse hat. Und in diesem Sinne, habt noch eine schöne Zeit. Wir sehen uns nächste Woche Mittwoch wieder. Bis dahin, lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Und ja, abonniert uns kostenlos. Das würde uns wirklich freuen. In diesem Sinne, bis dann. Ciao.